Ja, hallo zusammen. Hallo. Ihr fragt euch vielleicht, warum fahren die eigentlich jeden Sommer in den Norden nach Skandinavien? In den Schnee. Schaut einfach hinter uns. Es sind die Landschaften, die man hier vorfindet. Es sind die Menschen, die Stellmöglichkeiten für die Wohnmobile, die Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, die es hier gibt. Super. Auch. Ja. Also es passt einfach für uns, aus unserer Sicht natürlich, einfach alles. Es gefällt uns hier einfach so wunderbar, dass wir davon einfach nicht genug bekommen können. Und wir ziehen lieber mal eine Jacke an, als dass wir 30 Grad ertragen müssen und mehr. Genau. Ne? Und wir möchten euch das einfach mal präsentieren in Form eines kleinen Fahrvideos, wo wir euch mitnehmen wollen, wo wir auf einer Hochebene zwischen Särna und Ringebu gestanden haben. Särna in Schweden, genau. Ringebu in Norwegen. Ganz genau. Und dann bis hier hoch nach Grosbu an der höchsten Passstraße Norwegens. Nach dem Intro geht's los. Ein Traum, ihr werdet sehen. Ganz genau. Ja, vorab noch kurz eine Orientierung. Wir befinden uns hier etwas oberhalb Lillehammer. Wir sind von unserem Platz in den Bergen über Ringebu auf die E6 gefahren, bei Otta abgebogen in Richtung Lom mit der größten und schönsten Stabkirche Norwegens, so heißt es jedenfalls, und von dort hinauf in die Berge nach Grosbu. Nun schweige ich aber, los geht's. Thank you.
Ich hoffe, ihr habt euch eine Meinung bilden können. Wir finden diese Aufnahmen sowas von traumhaft schön und entschuldigt die Insekten auf der Windschutzscheibe. Die kommen schneller, als man gucken kann und die Windschutzscheibe jedes Mal sauber machen kann. Das ist halt nun mal so. Natur. Das ist Natur, ganz genau. Es gibt wenigstens Insekten. Richtig, also wir haben schon sehr viele Bienen hier fliegen sehen. Wir haben auch Mücken jede Menge. Oh ja. Da kann Marlies ein Liedchen davon. Ich habe alles voll im Gesicht. Insbesondere in Schweden. Ja, so ist das halt nun mal aber hier. Aber die sind hier Gott sei Dank nicht so, ne? Das ist in Norwegen, in richtig. Den Bergen. Nicht es ist so doch kühler, es ist windiger und ja, das mögen die Mücken dann halt nicht so. Ja, Gott sei Dank, aber wir mögen es. Wusstet ihr übrigens, dass die Mücken für die Sami, die ja hier die Rentierherden halten und auch das entsprechende Recht dazu haben, dass die so Helferchen sind für die Sami? Die treiben nämlich mit ihren Mückenstichen die Rentiere hinauf in die Berge. Dort sind die dann nämlich nicht. Dann brauchen das die Sami nicht selber machen. Dann müssen das die Sami nicht selber machen, so ist das. Perfekt. Okay, das soll es auch mit diesem Video schon gewesen sein. Wir werden euch morgen entführen auf unsere erste Gletscherwanderung, die ich im Teil 1 Abenteuer Nordkap schon mal angekündigt habe. Wir wandern zum Gletscher, nicht in den Gletscher. Womit sie recht hat. Kann man auch buchen, also gehen tut's, aber das haben wir nicht vor. Nein, das machen wir besser nicht, das stimmt. Okay, und wo wir hier stehen, das zeige ich euch jetzt mal. Ich drehe mich mal ein bisschen rum, sorry, ich komme jetzt mal ein bisschen in den Schatten rein. Ich bleibe hier stehen. Ja, ist das ein Traum? Finde ich. Ich gehe wieder zurück an die Seite von der Marlies. Kamera, komm mit. Oh, da muss ich wieder schneiden. Also, wir beenden das Video an dieser Stelle, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, quasi Tschüss, bis morgen. Und genießt die schönen Aufnahmen. Ganz genau. Tschüss. Das ist doch ein Faxenklon, gucke sich doch das einer an. Bis er hinfällt.